schafft Entwickler Relic Entertainment den Hattrick und liefert mit Company of Heroes 3 erneut einen Strategiekracher ab? Die Erwartungshaltung ist riesig, die Community nimmt jede Neuerung argwöhnisch ins Visier, alle wollen was Neues, aber auch viel Altes und bloß nicht zu viel durcheinander, und man muss Serienveteranen genauso ins Boot holen wie RTS-Rekruten. Unmöglich, oder? Aber schauen wir uns doch mal im Test an, wie gut der neue Teil alte Serienstärken, eine große Neuerung und viele, viele kleine Ideen, Taktiken und Verbesserungen hinbekommen hat. Zu den bewährten Stärken gehört auf jeden Fall wieder das dynamische Sektorenerobern mit Infanterie, denn die Schlüsselpositionen sind heiß umkämpft und wechseln oft mehrfach den Besitzer. Auch im dritten Teil ist jeder einzelne Truppentyp wichtig, er bringt Stärken und Schwächen mit, wir kämpfen wieder taktisch mit verbundenen Waffen. Denn auch in Company of Heroes 3 heißt es nicht nur Schere-Stein-Papier-Prinzip, sondern sozusagen Panzergrenadier, MG, Mörser, Panzer, Pack, Stuka, Flak, Flammenwerfer-Prinzip. Und wir können erneut schwere Waffen wie MGs, Panzerfäuste oder hier eine Pack erbeuten und selber nutzen. So viel also zu den bewährten, coolen Elementen, die diese Serie so erfolgreich gemacht haben. Aber was erwartet euch in Company of Heroes noch alles und wie gut ist das umgesetzt? Hier ein schneller Überblick über die drei großen Bereiche, bevor wir ins Detail gehen. Die Italien-Kampagne ist die größte Neuheit im Spiel, quasi ein Total War Light. Mit britischen und amerikanischen Truppen und ihren Verbündeten befreien wir rundenweise das italienische Festland von den Achsenmächten. Schlachten können wir auswürfeln oder wie gehabt in klassischen Echtzeitgefechten austragen. Der Afrika-Feldzug ist hingegen klassisch linear. Hier führt ihr das Afrika-Korps und italienische Verbündete. Panzer und Artillerie sind entscheidend, die Kampagne besteht aus 8 Missionen. Und dann ist da natürlich noch der Multiplayer- und Skirmish-Part, der schön umfangreich geworden ist. Mit 14 Maps, 4 Fraktionen, rund 100 Einheiten sowie Team-Koop und PvP mit bis zu 8 Spielern ist diesmal schon zum Release viel geboten. Und jetzt gucken wir uns die drei Bereiche mal genau an. Mit dem Italien-Feldzug gibt's erstmals einen strategischen Rundenmodus. Der italienische Stiefel dient dabei als Karte. Mit westalliierten Kampfgruppen befreit ihr Italien rundenweise von den Achsenmächten. Die Kampagne startet historisch korrekt im Golf von Salerno im Südwesten des Festlands. Hier begann am 9. September 1943 die echte Operation Avalanche. Jede Armee darf pro Runde einmal ziehen und einmal angreifen. Gefechte lasst ihr entweder auswürfeln oder führt sie wie gehabt in taktischen Echtzeiteinsätzen selbst. Bestimmte entscheidende Kämpfe müsst ihr aber immer selber austragen, zum Beispiel um Schlüsselpositionen wie in Neapel, Monte Cassino und natürlich Rom. Company of Heroes 3 wird in diesem Modus aber nicht zum Rundenstrategiespiel. Die weitaus meiste Zeit verbringt ihr auch hier in den Echtzeitgefechten mit vielen Nahkämpfen in und um Ortschaften. Auf der rundenbasierten Italienkarte gibt's aber auch direkte Schusswechsel. Deutsche Bunker, Pack- und Flakstellungen feuern aus der Distanz auf euch und ihr wiederum behagt mit euren Artilleriearmeen, Kriegsschiffen vor der Küste oder mit Bombern solche Stellungen. Es gibt zwar keinen dicken roten Faden, der euch das Vorgehen im Italien-Feldzug vorschreibt, aber viele dünne rote Fäden gibt's schon. Denn die Operation wird von zwei alliierten Kommandanten angeführt, die unterschiedliche Vorstellungen von der richtigen Strategie haben. US General Buckram will wie ein Klischee-Cowboy Druck auf die Deutschen machen, vorstoßen, schnell erobern. I think we've done enough here, Commander. We should keep moving. Sein Counterpart, der Brite Norton, ist vorsichtiger. Wir sollen erstmal genug kleinere Nachschubstädte sichern, bevor wir weiter vorrücken. Und nach ein paar Runden kommt die Partisanin Eleonora Valenti dazu, für die wir zum Beispiel eingekesselte Kameraden befreien sollen. Wir können die drei zwar völlig ignorieren, würden dann aber auf teils starke Sofortbelohnungen oder dauerhafte Boni für unsere Loyalität verzichten. Diese Loyalität können wir aber auch wieder verspielen. Als wir zum Beispiel eine Stadt vor unserem Infanterieangriff sicherheitshalber bombardieren, purzelt unser Ansehen bei Partisanin Valenti. Auch auf der strategischen Italienkarte ist das Kämpfen mit verbundenen Waffen klasse umgesetzt. Hier wollen wir mit unserer indischen Artilleriegruppe Flak ausschalten. Weil wir auch eine Kampfgruppe mit US-Infanterie in der Nähe haben, unterstützt die uns mit zusätzlichen Einheiten. Das gilt aber auch für die deutschen Verteidiger, die Boni durch benachbarte Stellungen mit Haubitzen und Packs erhalten.
Manche eroberte Städte und Stellungen könnt ihr ausbauen, um zum Beispiel angeschlagene Truppen fortan schneller zu heilen. Küstenstädte sind besonders wichtig, weil jede davon euer Armeemaximum erhöht. Ihr könnt auch selbst Geschützstellungen auf der Karte bauen, um beispielsweise feindliche Aufklärungsflieger mit Flak vom Himmel zu holen. Look sharp, Gunners. We have our orders. Dieser neue Mix aus Rundenstrategie und den klassischen Echtzeitgefechten ist wirklich gelungen. Weil ihr nicht stur eine vorgegebene Mission nach der anderen spielt, sondern euren Feldzug recht frei führen könnt, fühlt er sich wie eine echte lange Operation an. Ihr spielt daran locker ein Dutzend, wenn nicht mehr Stunden, hängt davon ab, wie viele Schlachten ihr selber schlagt und wie schnell ihr vorstoßt. Durch die vielen freischaltbaren Fähigkeiten, Verbesserungen und zusätzlichen Einheiten für eure Kampfgruppen könnt ihr euch sehr gut spezialisieren. Das erhöht auch den Wiederspielwert. Aber erwartet auf der strategischen Italienkarte keine hin- und her tobenden Schlachten wie in den Echtzeitgefechten. Ihr erlebt keinen völlig anderen Kriegsverlauf und die deutschen und italienischen Truppen können die Kampagne nicht gewinnen. Sie sind auf der Verliererstraße und für euch geht es wie im echten Kriegsverlauf darum, den Widerstand zu brechen, Gegenangriffe abzuwehren, angeschlagene Feindarmeen zu verfolgen und zu stellen. Und das macht die Kampagne so gut, dass wir auch hier das viel zitierte "Nur noch eine Runde" live erleben. Ganz klassisch, also Mission nach Mission, tobt der Krieg in Nordafrika. Hier kommandiert ihr 8 Einsätze lang Rommels Afrika-Korps und italienische Verbündete, zum Beispiel in der Schlacht um Tobruk. Panzers, with me. Push forward. Weil alle Sprecher und Einheiten im Spiel Englisch reden, spricht auch der Wüstenfuchs mit übertrieben hartem deutschen Akzent. Dafür gibt's eine schöne neue Taktik. Infanteristen können jetzt auf Panzern aufsitzen und sich zur Front chauffieren lassen. Wie im echten Zweiten Weltkrieg geht ihr in Afrika anders vor als in Italien. Wegen des viel offeneren Geländes sind Panzer, Panzerabwehrgeschütze und Artillerie entscheidender. Auch die berühmt-berüchtigte 8,8 cm Flak ist natürlich dabei. Und schon kommt eine weitere taktische Neuerung. Ihr könnt Geschütze jetzt auch mit Fahrzeugen ziehen. Für schwere Kaliber braucht ihr Trucks, für leichtere tut's auch mal ein Spähpanzer. Geschütze ankoppeln ist übrigens nicht nur in Afrika möglich, sondern überall im Spiel. Das macht die Gefechte nochmal dynamischer. Auch in Afrika sind die Waffenreichweiten aus Gründen der Spielbarkeit natürlich immer noch verkürzt. Echte Reichweiten von über 2000 Metern, wie bei der 8.8, wären viel zu unübersichtlich, weil man quasi über mehrere Bildschirme hinweg feuern würde. Aber Company of Heroes 3 will ja auch keine schraubengenaue Simulation sein, dafür gibt's andere Spiele. Neu ist auch, dass ihr jetzt zerschossene, aber nicht komplett zerstörte Wracks mit Bergungsfahrzeugen grob instand setzen könnt. Pioniere oder manche Infanteristen wie Sturmgrenadiere reparieren sie dann komplett. So bleiben euch die bisher gesammelten Erfahrungspunkte des geflickten Fahrzeugs erhalten. Ihr könnt sogar zerschossene feindliche Panzer wieder auf Vordermann bringen und zum Beispiel auf deutscher Seite einen britischen M3 Stuart umdrehen. In einigen Afrika-Missionen ist Instandsetzen sogar kampfentscheidend, weil ihr kaum Ressourcen zum Selberbauen habt. Und es passt generell gut ins Spielprinzip, dass ihr auch bei der Infanterie auf Klasse statt Kanonenfuttermasse setzt und erfahrenen Einheiten echte Vorteile bringt. Weniger gut haben uns allerdings die gezeichneten Cutscenes zwischen den Afrika-Missionen gefallen. Die Szenen sollen das Leiden der Zivilbevölkerung unter dem Wüstenkrieg vermitteln, doch uns fehlt der Bezug zum Geschehen. Unsere 8 aktiven Gefechte und das passive Filmgucken einer Familiengeschichte dazwischen sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven, da keine der Figuren in der jeweils anderen Handlungsebene auftritt. Hier kommen einfach keine Emotionen auf. Dafür sind die Einzelgefechte und der Multiplayer-Modus diesmal richtig schön umfangreich. Denn hier gibt's vom Verkaufsstart weg gleich 4 Fraktionen mit insgesamt rund 100 verschiedenen Truppentypen. Nämlich Briten, Amerikaner, Wehrmacht und Afrika-Korps. Also viel mehr als bei den Vorgängern. Gerade Company of Heroes 2 wurde ja wegen der 2 mageren Startfraktionen kritisiert, weitere 3 gab's später nur als DLCs. Zu den rund 100 Truppentypen kommen Unmengen an Skills, Boni und Unterstützungsmöglichkeiten. Viele der Infanteristen lassen sich unterschiedlich ausrüsten, etwa mit leichten MGs oder Panzerabwehrwaffen. Bis zu 8 Spieler können sich jetzt auf insgesamt 14 Maps teamweise austoben. Fehlende Mitspieler lassen sich durch KI-Truppen ersetzen, die ihr einzeln in 4 Schwierigkeitsstufen einstellen könnt. Technisch liefen unsere Multiplayer-Gefechte sauber. Wir haben hier zum Beispiel testweise mit 2 Spielern in Deutschland und einem an der Westküste der USA gegen 3 KI-Kommandanten Koop gespielt und trotz eines 200er Pings unseres US-Spielers keine Verbindungsprobleme gehabt.
Wie gut das nach dem Verkaufsstart von Company of Heroes 3 am 23. Februar aussieht, ist natürlich abzuwarten. So, was ist denn noch neu im Spiel? Gepanzerte Fahrzeuge sind hier zum Beispiel auch an den Seiten verwundbarer, bisher galt das nur fürs Heck. Eine frontale Ausrichtung zum Gegner wird also noch wichtiger als bisher, genauso wie ein guter Flankenschutz. Ganz wichtig, Schusswechsel laufen generell langsamer ab, ihr habt mehr Zeit zu reagieren. Wem das immer noch zu schnell ist, der geht per Leertaste in die taktische Pause. Im Singleplayer haltet ihr damit das Spiel an und erteilt in aller Ruhe beliebig vielen Einheiten bis zu 8 Befehle, die sie mit einem weiteren Druck auf die Leertaste ausführen. Gerade für hektische Situationen und für Einsteiger ist es eine gute Hilfe oder wie hier bei einem Countdown vor einem anrückenden Feindangriff. High Ground, also Höhenvorteile, sind jetzt deutlich entscheidender als in den Vorgängerspielen. Das merkt man vor allem in der Italien-Kampagne mit ihren Hügeln, Serpentinen und Bergdörfern. Unser leichter Stuart-Panzer hier sieht die Infanterie erst, wenn er die Treppe hochrumpelt. Hohe Stellungen wie Kirchen oder dieser Leuchtturm werden dadurch stark umkämpft, denn sie verbessern die Sichtweite und das Schussfeld enorm. Infanterie in Gebäuden klettert jetzt auch auf Flachdächer, Terrassen oder wie hier auf die Leuchtturmspitze. Hier schalten wir im Gegenzug einen deutschen Scharfschützen auf dem Dach aus, indem wir ihm das Haus Stück für Stück unter dem Allerwertesten wegschießen. Denn in Company of Heroes 3 könnt ihr so gut wie alles zerstören, das macht auch das Deckungssystem realistischer. Das komische Flimmern einiger Mauern und Zäune hier war noch ein Grafikfehler in unserer ersten Testversion, er wurde per Update behoben, aber wir wollten euch diese schöne Szene trotzdem zeigen. That's another sniper dealt with. Reload as you like. Es gibt auch ein paar praktische Quality-of-Life-Verbesserungen. Zum Beispiel beim Hauptquartier und Feldlazarett, die jetzt die Verluste von Infanteriegruppen und Truppenwaffen automatisch ersetzen, wenn ihr das wollt und aktiviert. Und für den Gebäudebau in der Basis braucht ihr keine Pioniere mehr, jetzt kommen automatisch Arbeiter und errichten Kaserne, Panzerkompanie und Co. Die Waffensounds sind zwar immer noch kraftvoll und gut zu unterscheiden, aber im Vergleich zu den Vorgängern sind vor allem Artillerieeinschläge weniger wuchtig und das MG im Vordergrund rattert weniger sägend. Das kann sich in der Release-Version aber noch verbessern, denn Relic arbeitet noch an diesen Waffensounds. Sehr schön sind dafür die zahllosen Einheitenkommentare. Inklusive verschiedensten Dialekten wie bei den nepalesischen Gurkha-Schützen. Die Elite-Truppen aus Nepal sind übrigens nicht nur gute Schützen, sondern schleudern ihre Handgranaten gleich im Sixpack. Sehr zur Freude ihres amerikanischen Waffenbruders, der sich im breiten Ami-Dialekt darüber freut. That's the last one and the crowds are falling back. Regroup and I'll give Buckram the good news. Die Animationen und Details der Einheiten sind wieder klasse. Bei dieser Bishop-Selbstfalllafette schwitzt man förmlich mit, wenn der Ladeschütze den 25 Pfünder bestückt. Und bei diesem Nahkampf prallt eine Granate scheppernd von der Panzerung ab. Und weil es so schön war, jetzt nochmal in Zeitlupe. Wenn Infanteristen Gebäude oder so einen Waggon besetzen, schlagen sie auf beiden Seiten die Scheiben ein, um besser rausfeuern zu können. Von Flugzeugen sieht man zwar nur noch die Schatten, weil man nicht mehr so weit rauszoomen kann. Auch die übergroße Bombe der Stuka sieht gewöhnungsbedürftig aus. Aber die Explosion inklusive wegfliegenden Spähpanzerturm ist dann umso beeindruckender. Die KI-Soldaten machen einen überwiegend sehr guten Job. Sie fallen gerne in die Flanke, ziehen sich auch mal zurück, greifen woanders an. Diese Szene hier fanden wir besonders stark. Als wir den angeschlagenen Panzer III rückwärts zurückziehen, rasselt ihm der britische Tank hinterher. Doch unsere verbündeten italienischen KI-Infanteristen nehmen den Verfolger unter Feuer, während ein KI-Pioniertrupp unseren Panzer repariert. Genau so hätten wir es auch gemacht. Allerdings reagieren die KI-Gegner manchmal langsam oder gar nicht auf Angriffe aus großer Entfernung, etwa durch Scharfschützen oder Artillerie. Wenn wir hier die Sandsackstellung langsam zerlegen und immer genauer treffen, bleiben die Verteidiger stur hocken, statt die Stellung zu wechseln. Kommen wir zum Testfazit. Company of Heroes 3 ist wieder ein richtig, richtig gutes Echtzeitstrategiespiel geworden. Vor allem der Italienfeldzug mit seinen rundenbasierten Rahmen ist schön motivierend und erlaubt viele Vorgehensweisen, er fühlt sich wie eine echte Operation an.
Auch die Marine- und Luftunterstützung ist gut umgesetzt, aber nicht zu mächtig. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf den taktischen Echtzeitgefechten. Aber egal, wo wir kämpfen, wir fiebern immer mit jedem Panzer, mit jedem einzelnen Soldaten mit. Jeder ist uns wichtig. Auch die vielen kleinen Neuerungen passen gut in die Spielmechanik. Zum Beispiel das schnelle Verlegen einer Pack. Früher war der Krieg ja fast vorbei, bis so ein Teil über die halbe Karte geschoben war. Um also unsere Frage vom Anfang zu beantworten, jawohl, Relic Entertainment hat den Hattrick gemeistert und einen weiteren Strategiekracher abgeliefert. Enemy forces eliminated. Exemplary work, Afrika Korps.